ich habe jetzt den ersten Flug hinter mir und zwar hänge ich jetzt in Delhi fest, weil irgendwie konnten wir zuerst nicht in Neu-Delhi landen, weil da Nebel war oder so, auf jeden Fall irgendwie wegen des Wetters. Und dann sind wir irgendwie weitergeflogen, sind jetzt woanders gelandet, standen da fast eine Stunde und sind dann erst wieder losgeflogen nach Neu-Delhi. Dadurch habe ich meinen Anschlussflug verpasst. Und ich kann den nächsten Flug irgendwie erst morgen nehmen, also denselben dann um dieselbe Uhrzeit. Und dafür habe ich jetzt aber voll das geile Hotelzimmer bekommen. Das ist halt direkt im Flughafen, weil ich habe ja hier für Indien kein Visum, deshalb darf ich nicht hier raus. Und ist aber eigentlich voll schön. Kann ich das ja einmal zeigen, wenn man das sieht. So, ich mache mal eine kleine Roomtour hier. Also hier ist so Fernseher und hier ist das Bett. Und hier direkt angrenzend ist das Bad. Das ist hier so offen. Das ist eigentlich voll cool. Und ja, das Hotel ist jetzt eigentlich übelst ausgebucht. Also die sind da vorne schon voll am Verzweifeln. Dann war da so eine, so ein Mädchen, also so ein Jungen, ja, so eine, sagen wir Mitte 25 Jahre alte Frau. Die wollte sich mit niemandem Zimmer teilen. Also es muss sich irgendwie jeder ein Zimmer hier fast teilen. Und die wollte sich halt auch, also mit dem Mann ist ja vielleicht verständlich, also vor allem mit so einem offenen Bad will man sich vielleicht kein Zimmer teilen, aber sie sollte sich eigentlich mit mir teilen, das wollte sie nicht. Einfach aus Prinzip, jetzt sitzt sie da und streikt irgendwie. Oder wartet, bis was passiert. Und dann waren da noch so zwei Typen, also zwei jüngere Männer. Die wollten sich auch kein Zimmer teilen, also Zimmer schon, aber kein Doppelbett, was eigentlich voll okay ist, weil man befreundet ist. Also die waren, gehörten halt zusammen, was ich auch ein bisschen komisch finde. Und dadurch habe ich jetzt ein Zimmer bekommen, alleine, weil die das ja nicht wollten. Aber ja, voll Luxus jetzt eigentlich dafür, dass ich ja so Low Budget machen wollte. Also mache ich auch, aber voll cool eigentlich. Ich habe jetzt auch übel Hunger. Also man konnte irgendwie bei dem Flug nichts Veganes dazu bestellen, also das ist immer mega teuer. Und ja, dann konnte ich halt nur die Beilagen essen, also Obst und Gemüse. Und ich hatte zwar Brote und sowas dabei, aber hat jetzt halt auch nicht so satt gemacht. Also ich war jetzt lange unterwegs. Ich habe jetzt auf jeden Fall mega Hunger und in 1,5 Stunden erst gibt es dann auch mal was zu essen. Und ja, das einzige Blöde ist jetzt, dass wir halt unser Gepäck nicht haben. Ja, das mit dem Gepäck war auch so eine Sache beim Hinflug. Ich hatte halt irgendwie voll viel zu viel mit. Das, vor allem durch das ganze Kamera-Equipment und so war das halt übel, viel, übel schwer. Und jetzt haben wir es auf zwei Koffer aufgeteilt. Weil man durfte zwei Koffer mitnehmen, aber nicht einen, der schwerer war. Und dann stopfe ich das dort wieder in den einen großen Koffer. Ja. Aber ich habe zum Glück ein bisschen was mitgenommen zum Wechseln und damit ich mich frisch machen kann. Von daher sollte das alles kein Problem sein. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall gleich aufs Essen. Und ja, wollt ihr meine tolle Aussicht mal sehen? Ja, mehr Blick vom Feinsten, würde ich mal sagen. Aber naja. So, ich liege jetzt hier gerade schon im Bett. Ich habe mir gerade noch bei Starbucks was geholt. Ist zwar nicht low budget, aber ich dachte, ich gönne mir es einmal aus. Außerdem hatte ich irgendwie noch voll Hunger, weil ich beim Essen irgendwie nicht so viel gegessen habe. Ich weiß auch nicht. Obwohl es eigentlich voll lecker war. Es gab Reis mit so Gemüse in Soße oder so. Halt so indisch eben. Und ja, es gab bei Starbucks halt nichts Veganes und ich hatte halt keinen Bock, jetzt noch irgendwie durch den ganzen Flughafen zu laufen, um mir was zu suchen, was ich essen kann. Es geht ja morgen früh auch wieder Frühstück, also ich dachte, ich gönne mir das jetzt noch einmal. Bin vorhin noch ein bisschen ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe, weil ich habe halt so viele Sprachnachrichten an Leute geschickt und das alles dreimal erzählt, so weiß ich gar nicht, wem ich was erzählt habe. Auf jeden Fall habe ich ja vorhin, als ich dann in Delhi angekommen bin, noch andere Leute kennengelernt. Also einmal saß ein richtig nettes Mädchen die ganze Zeit neben mir im Flugzeug. Und ja, dann habe ich mit ihr zusammen am Flughafen noch andere Leute kennengelernt. Und zwei davon fliegen mit mir auch morgen nach Colombo weiter. Und die anderen drei fliegen nach Nepal. Mit den beiden, die auch nach Colombo fliegen, war ich gerade noch ein bisschen im Flughafen spazieren. Und ja, und ich gehe jetzt noch ein bisschen hier an den Laptop. Aber ja. Ich bin, habe auch gerade gemerkt, dass ich eigentlich ultra müde bin. Ich glaube, ich gehe dann gleich mal schlafen. Und dann geht es morgen weiter nach Sri Lanka. Oh Gott, ich bin aufgeregt.
Ich kann nicht schlafen und ich habe Hunger und es ist 3:30. Geil. Aber es gibt die neue Staffel Suits beim indischen Netflix. So, guten Morgen. Ich habe jetzt ganze 2 Stunden geschlafen. Aber naja, ich habe jetzt auf jeden Fall mega Hunger und jetzt erstmal frühstücken mit den anderen beiden. Und dann geht es um 12 los nach Colombo. Genau. So, ich habe jetzt gerade gefrühstückt. Habe jetzt echt mich ordentlich satt gegessen. Ich kann nicht mal hier einblenden, was ich gegessen habe. Und jetzt gehen wir langsam auf den Check-in. Ja, genau. Ich bin mir immer so unsicher, ob man hier filmen darf, weil am Flughafen, also in den Hallen, da wurde ich gestern so doof angeguckt. Jetzt endlich in Colombo angekommen und ich sitze jetzt schon im Taxi auf dem Weg nach Richtung Candy, also Mavanella. Mauer, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ja, also eigentlich wollte ich mit dem Bus fahren, wäre wahrscheinlich auch viel günstiger gewesen, aber ich habe es irgendwie nicht auf die Reihe bekommen, den zu finden und ich war jetzt auch schon so fertig von dem ganzen Gefliege und so. Deshalb wollte ich jetzt nicht noch länger da irgendwie rumsuchen und es wird jetzt auch schon dunkel. Aber der würde auf jeden Fall schon doppelt so lang fahren, also 3 Stunden mindestens. Ja, deshalb dachte ich, bezahle jetzt einmal ein Taxi. Ja. Und genau, also der Flug war auch ganz entspannt eigentlich. Ich saß neben 2 Indern. Also die eine war 18 und der Junge war 15. Die waren auch mega nett, haben die ganze Zeit mit mir geredet. Und ich habe schon wieder mega Hunger. Diesmal ging das Essen eigentlich voll, weil das war dann halt indisch und das war eigentlich fast vegan. Links war Käse, also Mozzarella-Bällchen drin. Die konnte man aber eigentlich rausnehmen. Dann konnte man das eigentlich ganz gut essen. Ja. Aber ich habe mir zum Glück aus dem Flugzeug hier so Nüsse mitgenommen. Dann esse ich die jetzt erstmal. So, ich bin endlich angekommen. Der Taxifahrer war so komisch. Der hat dreimal angehalten und ist dann erstmal eine rauchen gegangen und dann das eine Mal, dass ich irgendwas, keine Ahnung, ist immer irgendwelche Geschäfte gegangen, ob ich weiß, ob er Leute kannte und war erstmal rauchen. Kein voll komisch. Aber mein Host ist richtig, richtig lieb und ich habe hier so mein eigenes Zimmer. Hier ist das Bett. Sogar Handtücher. Ja, hier bin ich. Ja, aber ich werde mich jetzt erstmal ein bisschen ausruhen und duschen und so. Ich bin jetzt meinem Host Burger essen. Und der ist übrigens auch super nett. Und ja, das lassen wir uns jetzt schmecken.